Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir gucken uns Shorts an und gehen direkt rein. Let's go! Okay, dieser Anfangsbuchstabe davon ist wie von einem Typen, mit dem du jetzt gerade was hast. Wow, 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 warte mal. POV, sie ist nicht die richtige? Ahmed Berat, krass, sein Dame. Eduardo, Fabio, Gabriel, Hamed, Ivo. Ja, der vorletzte. Hamid. Okay, also mit H. Ein Tipp, das hast du. Herpes, HIV. Oh, Leute. Digga, also, ich habe mit allem gerechnet, aber es war so klar, dass er geht wieder auf Schwarze, ne? Ey, ich finde das so gut, wie er sich selber da hops nimmt. Leute, ich sag immer wieder, Marvin, Digga, einer meiner Lieblings-Creator. Wir gehen weiter rein, mal gucken. Gebäude sanieren, Straße reparieren, Mitarbeiter schlagen, weil mich jeden Tag blamieren. Aber ich liebe meine Was Arbeit, ist das denn? Augen, also guck nicht so bei mir mit deinen hässlichen Augen. Junge, was war das? Ey, Alter! Waren das Paluten-Spielzeuge? Bro, ey, du hast es in YouTube Deutschland geschafft, wenn jemand so einen Track mit deinem Merch macht. Digga, congrats. Ich will Immos, ich will Thales, ich will fliegen wie bei Ma, du sagst, es geht schon. Aber yo. Baby, tu mal leicht, Airwaves und mein Jeans und Trikot von Siso. Alter! Warum tun wir uns Weser, Magie, Witzer in meinem Block? Hör den Regen, ganze Komma. Digga, das hört sich gut an. Yo! Alter! Aber Apache bleibt gleich. Oh, Leute. Ey, ich muss sagen, ich habe Hao schon lange nicht mehr gesehen, aber also musikalisches Talent, Digga, on point. Ich liebe das, wenn er, ich schwöre, Brudi, falls du das siehst, ne, mach weiter, Mann. Das hört sich so clean an. Ich feiere auch seine eigenen Songs. Was soll ich sagen, Digga? Da gibt's ein Like, ne? Ohne Wenn und Aber. Ich abonniere sogar jetzt mal rein, Digga. Kuss. Mein kleiner Bruder heißt Wolf. Okay. Im letzten Video haben richtig viele von euch kommentiert, dass mein Bruder niemals Wolf heißen kann, aber wie heißt du? Ja, ich heiße Wolf. Aber du heißt nicht Was? Wolfgang oder so? Nee, ganz normal Wolf. Wie das Nein! Ey, das ist auch mit Tierzeig-Monkies. Wie hast du so viele Muskeln bekommen? Ah, wir wollen es lieber nicht wissen, Digga. Okay, zeig mir kurz dein Perso. Er zeigt Perso. Wolf Lorenz. Yo! Alter, stell dir vor, dein Bruder heißt Wolf, ne? Und dann hat er, also... Digga. Ich rufe jetzt kurz unsere Mutter an und frage sie, was sie sich bei dem Namen gedacht hat. Geile Idee. Frage, warum hast du ihn ja eigentlich Wolf genannt? Weil Wolf ist einfach ein aussagekräftiger, starker Name. Hast du nicht Angst gehabt, dass er damit in der Schule gemobbt wird oder so? Warum soll man denn dafür gemobbt werden? Echt so, Digga. Ein richtiger Wolf hätte die Leute in der Schule zerfetzt. Ich sag nur, wie es ist. Na ja, er ist wie ein Tier, ne? Findest du etwas Finn so viel besser? Oh, Digi. Und direkt. Aber er muss sagen, Finn oder Wolf, Leute, schreibt es in die Kommentare, welchen Namen ihr besser findet. Ich weiß eh, was ihr nehmt. Aber schreibt es trotzdem rein. Kuss. Du schaffst es niemals, in einem abstürzenden Auto zu überleben. Oh nein. Sollte dein Auto von einem Dach fallen, dann chillaui, Bruder. Viel Zeit bis zum Aufprallgewinn. Nimm alles Unnötige aus dem Fahrzeug, um Platz für Kühlpacks zu haben. Um an Kühlpacks zu gelangen, musst du dich verletzen. Das Schulsekretariat wird das sofort spüren und Unlimited Packs. Drehst du die Heizung auf. Kühlpacks können nämlich auch als Hitzespeicher dienen. Sobald dein Auto heiß wird, wird dieses warme Ballon langsamer fallen. Jetzt wichtig, ruf Bosse. Mit der gewonnenen Zeit steigst du auf dein Auto und zerstörst einen Scheinwerfer. Nach der STVO darf sich dein Auto so nicht fortbewegen und muss abgeschleppt werden. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber... Das wird der Anzeigenhauptmeister sofort spüren und einen Abschleppdienst und durch den Abschleppdienst landest du weich auf dem Boden. Folge Aladdin, damit Anzeigenhauptmeister Bundespräsident... Also Digga, das Video war wieder random sein allergrößter Urgroßvater und ich hab's gefeiert, Digga. Ehrlich. Alter, Aladdin macht nur... Aber das ist interessant zu wissen, Leute. Die Kühlpacks, ne?
aus dem Krankenzimmer von der Schule. Ich hoffe, ihr habt das alle mitgeschrieben, Digga. Das ist ein wichtiger Tipp. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr wisst gerade nicht, mit welchem Mikrofon ich dieses Video hier aufnehme. Boah, wenn er jetzt so zur Mikrofontechnik kommt, ich weiß, dass man, also ich selber nehme mit einem Mikrofon auf, überhaupt nicht in dem Studio, ich bin gerade auf Kreta, Freunde, und wir haben meine Stimme so gut gemacht, dass das sich anhört wie in einem Studio. Und jetzt kommen wir mal zu ihm, ich bin gespannt, was er sagt. Hinkovic heißt er. Denn die Audioqualität ist schon wirklich sehr, sehr hoch, da sollte man eigentlich meinen, es ist dieses dynamische Mikrofon hier. Tja, Freunde, was soll ich euch sagen? Das ist es nicht. Es ist wirklich dieses Bügelmikrofon von dem Headset hier. Hallo? Digga, was? Und es ist auch ein Wireless-Headset. Ich habe nirgendwo ein Kabel. Und egal wie und wo ich hinlaufe, die Audioqualität bleibt immer gleich. Mit meinem jugendlichen Leichtsinn würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass diese Mikrofonqualität die beste ist von allen Headsets auf der Welt. Oder was sagt ihr dazu? Hä, aber liegt das nur an dem Headset oder liegt das daran, dass er irgendwelche Software benutzt hat, um die Stimme besser zu machen? Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz, aber hier unten ist Logitech A50X, no product placement an der Stelle, verlinkt. Kann ich mir aber, also, ja, Digga. Leute, ihr seht, ihr braucht keine dicken Mikrofone mehr, um aufzunehmen. Könnt einfach am PC, Digga, YouTube anfangen. So ein Ding ist das. Oh, Nico wieder, ne? Und aus denen machen wir jetzt was Leckeres. Apfelkuchen. Geil. Wir schneiden sie erstmal in kleine Stücke. Ich habe eine Apfelallergie, aber ist cool, ne? Dazu kommt Zitronensaft. Nehmen uns zwei Eier. Dazu kommt Rohrzucker. Falscher Knopf. Gut vermischen. Digi. Wenn wir luftig cremige Masse haben, geben wir Milch dazu. Und ein bisschen Vanillextrakt. Schon wieder leer. Vermischen nochmal. Digga, die Katz. Und Backpulver. Nehmen uns eine Kuchenform, schmieren sie mit Butter ein, geben die Äpfel hinein. Alter, der Trick mit der Kuchenform Butter einschmieren, mega OP, ne? Wusste ich gar nicht, also wäre ich noch nie drauf gekommen. Legen die Teigmischung dazu. Und ab in den Ofen, circa 25 Minuten bei 180 Grad Umluft. Alter! Puderzucker drauf. Yo! Oh! Digga, das war zu krass gerade, Leute. Apfelkuchen. Das ist ja so ein... Ey, und den, ich sag ehrlich, vielleicht ein bisschen ungesund, aber wenn du so ein Apfelkuchen isst, Digga, dann vielleicht eh nicht so wichtig. Den noch mit Apfelmus, Alter, das ist nur ein Plus-Ultra, ne? Puh, Digga, das ist schon ein Chefkoch langsam. Habibis, Falla, ich habe noch nie gesehen, wie mein Dönermann seinen eigenen Döner isst. Ey, das ist true. Jetzt, wo du es sagst. Du hast recht, Mama Merkel. Meinst du, wir sind da etwas auf der Spur? Kann sein. Jalla, komm, wir gucken mal nach. Hallo Merkel und Monte Abi. Was kann ich für euch tun? Komm uns gar nicht so, du Dünnbrettbohrer. Warum Dünnbrettbohrer? Bist du eigentlich nie deinen eigenen Döner? Oh fuck, hoffentlich sind sie nicht dahinter gekommen. Ich tue erstmal so, als wüsste ich von nichts. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Natürlich esse ich meinen eigenen Döner. Freundchen, die Geschichten kannst du dir für den Paulanergarten aufbewahren. Entweder du sagst uns jetzt, was abgeht, oder ich rufe Christian Abi an und der checkt nochmal deine Finanzbücher. Okay, okay. Jo. Kommt mit, aber erzählt es keinem, ja? Ach du Scheiße, was ist das denn? Alle Dönerspieße müssen 24 Stunden im Zigarettenrauch vom Top G reifen. Dadurch bekommen sie erst ihre Frische und das Nikotin, das ins Dönerfleisch kommt, macht dann süchtig. Das ist doch wohl eine Frechheit. Machst du uns dann zwei Döner zum Mitnehmen? Also am Ende wurde's richtig random, aber ich feier, Digga, diese Merkel und Monte Stimme, ne? Was ist dann das für eigentlich für eine geile Kombi, Leute? Ehrlich. Der Rottweiler oder der Dobermann? Beide bekannt für ihre Stärke und Intelligenz. Boah, ist der süß, ne? Boah. Aber in vielerlei Hinsicht doch so verschieden. Der Rottweiler... Alter! Wenn du mir so einen Hund vor die Tür bringst, ich will keinen Hund haben, dann schon. Ich sag, wie es ist. Beschrieben, beeindruckt mit seiner massiven Statur und ruhigen Präsenz. Digga, guck dir die an, ne? Er ist wie ein ruhiger, starker Alter. Beschützer, der seine Familie über alles stellt. Diese Hunde sind nicht nur kraftvoll, sondern auch unglaublich loyal und liebevoll gegenüber ihren Menschen. Im Gegensatz dazu steht der Dobermann, der Eleganz und Geschwindigkeit in einem schlanken, athletischen Körper vereint. Er ist lebhaft, energiegeladen und immer bereit zu lernen. Seine Intelligenz und Trainierbarkeit machen ihn zu einem ausgezeichneten Wachhund, der gleichzeitig ein liebevoller Familienfreund ist. Beide Rassen teilen eine tiefe Treue und den Wunsch zu schützen. Aber während der Rottweiler mit seiner ruhigen, beständigen Art überzeugt, bringt der Dobermann eine dynamische Energie mit. Ja gut, Leute,
Ich finde beide Hunde eigentlich nice, ne? Aber denkt dran, Hunde sind immer das Ebenbild von dem Tierbesitzer. Und wenn der blöd mit seinem Hund umgeht oder dem nur Unfug beibringt oder gar nichts, dann ist so ein Hund auch nicht so cool, ne? Ich würde sagen, es gibt schon echt viele coole Hunde. Falls ihr selber einen habt, schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, was für ein Hund. Ich lese mir durch, gebe jedem mein Herz. Die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Erde von einem Meteoriten getroffen wird, der groß genug wäre, um auch Julius zu beunruhigen, jetzt mache ich mir Sorgen. Ist zwar klein, aber sie ist da. Okay, das Video geht darum, wie die NASA einen Asteroiden abwehren würde. Das ist ein interessantes Thema. Ich bin gespannt. Ist ein 17 Meter großer Meteor über Russland explodiert und das ohne dabei den Boden zu erreichen. Oh. Und sorgt dabei für viele Verletzte, zerschellte Fenster und viele kleine Panikattacken bei US-Politikern, die im Anschluss ein Meeting mit Wissenschaftsmenschen einberufen haben, um Dinge zu erfragen wie: Wenn ein Meteor auf uns knallen sollte, kann man den nicht vorher mit einem großen Laser wegmachen? Herr Senator, ich glaube, dieses... Am wichtigsten ist es für uns, gefährliche Objekte frühzeitig auszumachen. Ja. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können feststellen, ob der oder der Klotz bei uns in 5 Jahren einschlagen könnte. Wir erproben gerade diese neue Technologie. Wir nennen sie DART. Der Double Asteroid Redirection Test. Bedeutet, dass man eine kleine Raumsonde auf einen weit entfernten Asteroiden schmettern lässt, der für uns in ein paar Jahren gefährlich werden könnte, um ihn somit vom Kurs abzubringen. Das ist eine smarte Idee, muss man sagen. NASA letztens testweise bei einem harmlosen Asteroiden hinbekommen, also chill, Julius. Kurze Info dazu, weil ich das zufälligerweise schon mitgekriegt habe. Wenn so ein Asteroid, so ein ganz kleiner, schon auf die Erde einschlägt, mit dem Tempo, was der hat, Leute, das kann dazu führen, dass größere Explosionen wie eine Atombombe kommt. Ne? Deswegen ist es auch so wichtig, diese Asteroiden abzuwehren, weil nicht alle werden durch die Erdatmosphäre verglüht. So, und Digi, also das ist Wahnsinn, ne, was die sich schon einfallen lassen haben. Viel Pech wie diese Leute kann man doch gar nicht haben. Okay. Kann es sein, dass einfach ein Riegel in dem Automaten hängen bleibt? Mein Tag wäre gelaufen. Der Typ hat sich neue Kopfhörer gekauft und beide sind einfach für links. Ich wäre so sauer. Hier hat sich jemand ein Burrito genehmigt und dann beim ersten Bissen eine Schraube gekauft? Yo! Ich habe keine Lust mehr auf Burrito. Wenn ich mir eine Dose holen würde und da oben einfach nur so ein Ding drauf, würde ich auch denken, ich bin gerade bei Verstehen. Ach, das Glück habe ich dann, ne? Spaß oder so. Was ist das? Hier wollte eine Mutter für ihre 13-jährige Tochter den Geburtstagskuchen und Kerzen dafür kaufen. Ja, aber die dreien waren aus irgendeinem Grund schon weg. Gerade Scam. Beim 14. Geburtstag. Und Scam. Der wollte entspannt sein Handy aufladen. Und plötzlich teilt sich dieses Ladekabel in zwei Teile. Oh. Was überhaupt? Der Typ hat auf jeden Fall unglaublich viel Pech gehabt. Bei ihm waren nämlich die Zahlen alle um genau 1 verschoben. Oh mein Gott, stell dir vor, du spielst Lotto und du könntest 25 Millionen gewinnen, aber du tippst jede Zahl nur einen davor? Jo, was ist denn das für ein Pech? Alter. Oh, das ist echt hart. Und das ja. Kann brenzlig werden. Hä? Digga, das quattert der... Alter, ich hoffe, der lebt noch, der Typ, ne? Das könnte schwierig werden. Ich habe ein paar Freunde gefragt, was ihre Reaktion wäre, wenn sie mich beim Six erwischen würden. Oh, okay. Er macht Timer an. 3 Sekunden. Geil. Marc, wie ist seine Reaktion? Ah, erst der... Oh, no! Milo will... Was wird er? Er ist der Typ, der es filmt, ne? Hey, also ich sag mal so, der ein oder andere Kollege in meinem Freundeskreis, den hab ich da soeben wiedererkannt. Hey, Chefe. Yes, sir? Kann ich was haben? Yo. Alter, wo chillen die Brees, bitte? Guck mal im Hintergrund. Burger natürlich. Für unsere Burgersoße brauchen wir Mayonnaise. Ketchup. Ja, eine klein geschnittene Essiggurke. Klein geschnittene Zwiebel. Bisschen Zitronensaft. Salz. Und Pfeffer. Geil. Ich hab jetzt schon Hunger. Patties brauchen wir Rindsack, Salzen. Und Pfeffer. Formen Patties. Rösten unsere Burgerbuns an. Hier ein bisschen Öl in unsere Pfanne. Unsere Burger Patties. Bisschen Öl, das war schon, Digga, das war schon nicht wenig. Oh, der sieht so sexy aus, Mann. Geben die Soße auf unsere Burger Buns. Toppen mit Salat, Zwiebeln, Tomate. Und
Bacon. Geil. Digga, ich guck dir die Burger an. Jungs, könnt ihr kommen? Könnt ihr herkommen, Digga, mir auch einen machen? Please? American Snacken die den jetzt noch? Cheeseburger. Der schmeckt noch besser als die Aussicht. Boah. Ja, Digga, das war mal wieder ein Spruch, ne? Machen wir mal weiter. Ich krieg immer Hunger, wenn ich Shorts guck. Weil Nico immer so ein geiles Essen macht. Was soll das? So überlebst du einen unangekündigten Mathe-Test. Oh, Leute, das ist ganz wichtig für euch jetzt, ne? Relativitätstheorie von Einstein viel schneller. Das heißt, die 5 Minuten bis zum Test sind bei dir viel mehr Zeit. Jetzt wichtig, aufpassen. Nach dem Lernen musst du wieder zur Schule zurückkehren. Du musst ganz kurz vor der Landung eine Uno-Reverse-Karte in die Hälfte schneiden und dann auf den Boden werfen. So kehrst du nur die Hälfte der Geschwindigkeit um und landest also mit 0 km/h. Folge Aladdin, um keine wertvollen Tipps mehr zu verpassen. Ja, Leute, wisst ihr, ne? Also... Mathe-Test easy, der nächste. Macht einfach, was Aladdin gerade gesagt hat. Auf ganz entspannt. Ich schreibe sogar noch einen Kommentar. Digga, danke für den Tipp, Bruder. Wichtig, Leute. Auch sich bedanken, ne? Normale Leute. Die eine Fernbedienung suchen, okay. Versus ich. Safe. Safe, safe, safe. Normale Leute, wie sie die Treppe runtergehen. Easy. Normale Leute, etwas aufwischen. Ja, mit C war ganz entspannt. Das würde ich so machen. Mit dem Fuß? Ja. Okay, das mache ich auch. Normale Leute, wie sie das Besteck rausholen. Versus ich. Safe. Safe. Wie normale Leute einen Tee machen? Und ich? Okay, das habe ich noch nie gemacht. Ja, come on! Normale Leute auf einem Stuhl sitzen. Mhm. Versus ich. Boah, ich hasse das, ne? Ich habe den anderen Kollegen. Digga, wenn ich denen das jetzt sagen würde, wird sich angesprochen fühlen, Digga, mit diesen Beinen wackeln. Alter, ist das nervig, Leute. Wen nervt das auch immer, Digga? Dann vibriert der Tisch immer so richtig ätzend. Ich hatte so einen Gesamttisch, da saß ich mit einem Schulnachbarn in der Klasse, Digga, und ich schwöre dir deinem Fuß, Alter, als wäre das ein laufender Motor gewesen. Und ich immer auf dem Tisch habe diese Vibration gemerkt, ne? Es war so nervig. Leute, Hashtag Bein in die Kommentare, wenn ihr genau wisst, was ich meine. Das hat sich gereimt. 3 Döner macht 15 Euro. Markiere den Freund, der nie zahlt. Jungs, wer zahlt? Ich zahle. Nein, passt schon, ich zahle. Milan, kratzt du deine Eier oder versuchst du angeblich deine Brieftasche rauszuholen? Na, der Trick funktioniert nicht mehr. Du hast noch nie bezahlt und hast immer gewartet, bis wir zuerst unsere Brieftasche rausholen. Ich such doch nur meine Brieftasche. Deine Eier kratzt du, das machst du. Hallo, 15 Euro bitte. Dönermann, warte kurz, wir müssen was zwischen unserer Freundschaft klären. Alles gut, okay. Ich bezahle schon. Gut. Bezahlt er wirklich? Leute, was glaubt ihr? Ich sag, er bezahlt nicht. Aber erst morgen. Ich hab meine Brieftasche nicht mit. Ich wusste es! So, Leute, damit gehen wir aus dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt natürlich gerne die Creator aus. Und danke fürs Zuschauen. Like nicht vergessen. Kuss, Kuss. Deno out.